Hallo und herzlich willkommen zu den Kids News im Juli. In unserer letzten Sendung haben wir ja mit der Reihe über erneuerbare Energien begonnen. Heute sind wir hier in Neustadt unterwegs, denn die haben vor kurzem ihre Fahrzeugflotte um dieses schicke Elektroauto erweitert. Warum diese Elektroautos gerade die ganze Automobilwelt auf den Kopf stellen und was die alles so können, haben wir für euch herausgefunden. 1 Million Elektrofahrzeuge sollen bis 2020 auf Deutschlands Straßen unterwegs sein, so das Ziel unserer Bundesregierung. Allerdings gibt es bis jetzt nur sehr wenige solcher Fahrzeuge auf dem Markt und noch wenige, die schon in Deutschland herumfahren. Um genau zu sein, sind bis jetzt erst 2000 Elektroautos zugelassen. Von 1 Million sind wir also noch weit entfernt. Die Stadtwerke Neustadt sind also ein wahrer Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Die haben nämlich schon eine ganze Flotte an Elektrofahrzeugen. Dazu gehören nicht nur die E-Bikes, die hier ja schon recht bekannt sind, sondern auch ein E-Roller und seit neuestem auch ein E-Auto. Das Ziel der Stadtwerke ist es, die Elektromobilität in der Region voranzubringen, sagt Armin Münzenberger, der Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt. Aber nicht nur Firmen können sich einen Elektroroller leisten. Auch für Schüler ist der Erwerb eines solchen Rollers durchaus erschwinglich. Zwar ist die Anschaffung mit 2000 Euro im Durchschnitt etwas teurer, aber man muss keinen Sprit mehr zahlen, denn hier in Neustadt ist das Tanken zurzeit noch völlig kostenlos. Und auch den Weg zur Tanke kann man sich sparen, denn man kann sein Fahrzeug an jeder normalen Steckdose aufladen, auch in der Küche oder im Schlafzimmer. Sollte man in der Wohnung aber keinen Platz haben, dann kann man auch an eine der mittlerweile 7 Ladesäulen fahren, die in der Stadt und Umgebung installiert wurden. Hier kann man mit Hilfe einer speziellen Karte die Ladesäule bedienen. Ohne diese Karte kommt man nämlich erst gar nicht an die Steckdose der Ladesäule heran. In Zukunft soll es aber eine Freikarte per Handyanruf geben. Auch Victoria hat mal einen der Roller ausprobiert und ihn sogar aufgeladen. Herr Höhn, wir haben jetzt mal einen Roller zum Laden angesteckt. Jetzt haben wir auch mal kurz Zeit, über diese Elektrofahrzeuge zu reden. Was können die denn alles so? Die können im Prinzip genau dasselbe wie jedes herkömmliche Fahrzeug auch. Sie können fahren, sie können uns von einem Ort zum anderen befördern. Und was sind so die Unterschiede zum normalen Auto? Der größte Unterschied ist, dass ich nicht regelmäßig an der Tankstelle vorbeifahren muss und Benzin tanken muss, sondern dass ich mir eine Steckdose suchen muss. Gibt es bei den Fahrzeugen auch Nachteile? Weil ich habe gehört, die haben nicht so eine hohe Reichweite. Das ist sicherlich einer der Nachteile von den Fahrzeugen, wobei wie unser Elektroauto hier, der Citroën Ciro, der hat eine Reichweite von bis zu 150 Kilometer, also reicht für einen Alltagsgebrauch auf jeden Fall aus. Der Nachteil ist natürlich, sämtliche elektrische Verbraucher wie auch die Heizung werden von den Batterien bedient und es kostet natürlich insbesondere im Winter Reichweite. Das heißt, ich muss jetzt nicht an eine normale Tankstelle fahren und Benzin tanken, sondern ich muss ja diesen Strom hier tanken. Und wo finde ich denn solche Tankstellen überhaupt? Die Tankstellen, die finden Sie bei sich zu Hause. Jede Steckdose kann als Tankstelle für Elektromobilität herdienen. Wenn man unterwegs ist und einem droht der Saft auszugehen, dann braucht man natürlich auch eine Lademöglichkeit. Und dafür gibt es zum Beispiel interessante Apps auf dem Smartphone und darauf kann ich mir dann diese Tankstellen anzeigen lassen. Und da finde ich dann, wo ich hinfahren muss und dann kann ich einfach hierher fahren und kann dann tanken. Genau so ist es. Es gibt natürlich momentan noch relativ viel verschiedene Systeme. Allerdings sind die Hersteller dran, diese zu vereinheitlichen. Ich glaube, mein Roller dürfte langsam auch wieder aufgeladen sein. Ich würde sagen, dann packen wir es und wir fahren wieder zurück zu den Stadtwerken. Sollte das Elektroauto aber mal komplett entladen sein, dauert es schon mal 1,5 Stunden, bis es wieder ganz aufgeladen ist. Wer in der Zeit nichts mit sich anzufangen weiß, der hat genug Möglichkeiten, sich auch anderweitig zu beschäftigen. Die meisten Säulen sind nämlich genau dort installiert, wo man zum Beispiel essen oder schwimmen gehen kann, egal ob im Hallenbad oder im Freibad. Aber diese Anschlüsse werden erst in der Zukunft in Betrieb genommen werden, wenn mehr und mehr Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein werden. Die verhindern dann sogar das Wegrollen des Autos, wenn das Auto an die Ladesäule angeschlossen wird. Bis es aber soweit ist, hoffen wir, dass es eine bessere Lösung für den ganzen Kabelsalat gibt, den man benötigt, um sein Elektrofahrzeug aufzuladen. Für größere Ausflüge allerdings sind derartige Autos leider nicht geeignet, da man mit voller Batterie im Sommer nur 120 Kilometer und im Winter sogar nur um die 60 Kilometer weit kommt.
wobei das Auto trotzdem eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde erreichen kann und so sogar für die Autobahn geeignet ist. Auch wenn eine solche Fahrweise die Batterie stark belastet. Die Fahrzeuge sind also eher nur für den Stadtbetrieb geeignet, wo sie erstens weniger Lärm machen und zweitens auch noch die Umwelt schonen. Auch einige Ladestationen funktionieren mit grüner Energie, da sie teils mit Wasserenergie und teils mit Solarenergie betrieben werden. Zu hoffen ist allerdings nur, dass die Unfallrate nicht steigt, weil man die Autos ja nicht hören kann. Ist man also als Fußgänger etwas leichtsinnig und läuft erst über die Straße und guckt dann, ob ein Auto kommt, kann es schon zu spät sein. Wer sich allerdings kein solches Auto leisten kann, der kauft sich halt einen Elektroroller, der im Gegensatz zum Auto vergleichsweise günstig ist. Wer sich lieber sportlich betätigt, aber dennoch gern flott unterwegs ist, der kann sich auch ein E-Bike zulegen, also ein Fahrrad, das von einem Elektromotor unterstützt wird. Mit diesen Möglichkeiten können Jung und Alt etwas für unsere Umwelt tun. Das ist ein echt ganz anderes Gefühl, mit so einem Elektroroller zu fahren, denn der ist so leise, das glaubt ihr kaum. Herr Höhn, was erhoffen Sie sich denn für die Zukunft für solche Elektroautos? Ich denke, da wird es noch gewaltiges Potenzial geben. Wir als Stadtwerke, wir sehen uns als Vorreiter in der Elektromobilität. Unsere ersten 8 Tankstellen in Neustadt und im Landkreis sind sicherlich erst der Anfang. Okay, vielen Dank, Herr Höhn. Jetzt aber zu einem nicht ganz so schönen Thema, über das man aber trotzdem mal gesprochen haben muss. Denn immer mehr Menschen erkranken an Magersucht und das hat ganz verschiedene Gründe. Am Arnold-Gymnasium war Christina Helmes zu Gast. Die hat nämlich ein Buch über ihre Magersucht geschrieben und wie sie aus dieser Krankheitsspirale wieder herausgekommen ist.